Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 hier bei Heisenberg zockt. Und ja, das Spiel ist nicht kaputt, nö, aber ich dachte, guckt euch mal den Heisenberg an. So sieht doch ein Mensch aus, der, ja ich weiß nicht, er sinniert, er überlegt, er denkt nach. Wahrscheinlich denkt er an Katharina. So, die heißt nicht Katharina, die heißt Katharina, Herr Heisenberg. So, hätten wir das auch geklärt. Ich lass mal laufen. Oh, er wirkt irgendwie ein bisschen müde. Was macht er denn? Blase, Hunger. Eigentlich hat er Hunger. Er sitzt vor dem Teller. Warum hat er denn nichts gegessen? Wir schauen mal nochmal. Jetzt hat er wieder eine Idee. Oh, er möchte malen. Was malt er denn? Der Geburtstag von Heisenberg naht. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie man hier... Ich denke, da muss man eben mit Downloads was machen, wenn man hier Geburtstag feiern will. Wir machen hier mal wieder zu. Er kleckert hier rum. Vielleicht doch mal noch was Kleines essen. Eine schnelle Mahlzeit. Ein Joghurt. Okay. Aber lass dich mal nicht abhalten vom Malen. Das Bild kann man verkaufen. Das bringt uns wieder Zaster ins Haus. Oh, sie ist angespannt. Ach, ich bin ja bei ihr. Ach, ich äumel. Moment. Wechseln. Also, jetzt. Der hat gar keinen Hunger. Okay, da muss er auch nicht essen, aber er müsste da mal aufs Klo. Jetzt gehen wir wieder zu ihr. Was können wir denn machen? Moment, jetzt. So, jetzt sind wir bei ihr. Sie ist angespannt. Was können wir denn machen? Telefon. Nein, irgendwie kann man doch hier, kann man hier nichts machen? Moment. Da, okay. Wir lassen es mal ruhig angehen. Vielleicht entspannt sie das ein bisschen. Wie lange muss sie denn malochen, die gute Frau? Jetzt bin ich hier wieder völlig falsch. Wir sind bei ihr. Das passt bis 22 Uhr. Kommt also gleich nach Hause. Gut, gehen wir wieder zu Mr. Heisenberg. Der war selbstständig auf dem Klo. Sehr schön, er lernt dazu. Und dann hätten wir gerne mal gewusst. Jetzt ist eigentlich soweit glücklich. Morgen hat er frei. Jawohl. Und sie auch? Moment, jetzt. Jawohl, das ist der einzige Tag, den beide frei haben. Gut, dann werden wir das ausnutzen. Alles okay? Oh, was? Auftrittsübernahme. Katharina hat gerade die Hälfte ihrer Eröffnung hinter sich gebracht, als der Bassist der Hauptband auf die Bühne stolpert und ihr die Show stiehlt. Tschüss. Er spielt gerade sein drittes 8-minütiges Solo und die Zeit läuft davon. Soll Katharina ihn unterbrechen oder einfach mitspielen, um den Auftritt zu retten? Ja, da würde ich glatt mitspielen. Unterbrechen, das klingt nach unbeliebt machen. Wir spielen mal mit. Hut ab vor Katharina. Ihre Finger gleiten den Buntstab auf und ab, sodass eine Melodie erklingt, die sich nahtlos in das wilde Solo des Bassisten einfügt. Die Massen flippen wegen des unerwarteten Zusammenschlusses total aus. Was für eine tolle Show. Leistungsverbesserung klein. Gut. Ja, dann haben wir ja richtig reagiert. Ja, da kann man ja nicht einfach dazwischen funken. Das ist ja logisch, dass das irgendwie nicht gut ankommt. Da kommt sie an. Jetzt sind wir ein bisschen gleich ab zum Kühlschrank. Vielleicht mal Tag sagen. Na gut, der ist hier. Was macht denn der Heisenberg so lang auf dem Klo mit seinem Glas Wasser? Also jetzt, genau. Guck, da ist er. Er hat schon an sie gedacht. Sie setzen sich hin. Sie isst ihr Joghurt. Na, dann frag mal, wie der Tag gewesen ist. Moment, wir bräuchten hier mal den. Nicht Aktion. Hier. Wie war der Tag? Ne, wir bringen ein Ständchen. Wir heitern sie ein bisschen auf mit Katzenmusik. Auf die steht sie ja, sie ist Geigerin. Zumindest eben Geigerin im frühen Stadium sozusagen. Was macht er? Ich dachte, er möchte ein Ständchen bringen. Bring mal. Aha, er räumt wieder auf. Okay, und jetzt Ständchen. Umarmen. Hat er das Ständchen schon gebracht und ich habe es nicht gesehen? Was macht ihr denn, ihr zwei Turteltäubchen? Quink! Quink, okay, nicht Quink. Ich dachte, du singst für sie. Wir neigen mal die Zuneigung. Ist ja irgendwie ist es schon nicht unspannend, was da so zwischen den beiden passiert. Aber jetzt passiert wieder gar nichts. Ich bin schon bei ihm. Wieso passiert denn nichts, wenn ich hier was anklicke? Händchen halten. Aha, oh, seins müffelt schon wieder. Das kann er dann gleich mal entsorgen. Was passiert hier oben? Das ist wieder eher die Liebe. Die Liebe ist eh auf Maximum. Wir müssen mal was Freundschaftliches noch machen. Freundschaftlich, lustig. Haben wir hier nichts Freundschaftliches? Wir machen mal lustig. Witze über Affen, die funktionieren fast immer. Na?
No, Fras Bobsel, Chichi, Hish Bipsel Lagouche. Naja, gut, ein bisschen, der ging ein bisschen in die Hose, aber halbwegs hat's geklappt. So, das mal noch wegräumen. Okay, und gleich auch da rein. Bestens. Und dann wäre es dann eigentlich langsam schon bald mal Zeit, eigentlich schlafen zu gehen, wenn ich hier die richtige... Ja, sie geht schon, okay. Er hat zwar noch Energie. Weißt du was, wenn du noch Energie hast, dann mal doch. Beziehungsweise, das verkaufen wir hier zuerst mal. Jetzt bringt er den Müll raus. In der Unterhose. Oder stellt er das jetzt einfach hier auf... Ja, genau. Na, das ist ja sehr nett. Nur weil ich gesagt habe, er soll das verkaufen. Dann machen wir das nachher. Ach, da kann man noch Teile plündern. Gut, dann plündere. Was haben wir gekriegt? Oh, ordentlich. Das Malen? Das zahlt sich durchaus aus, würde ich mal meinen. Findet er wohl was? Folgenden Tuning-Teile. Zwei gewöhnliche Teile. Okay, dann kannst du das jetzt aber auch wegwerfen. Das ist Müll. Mach mal. Gleich mal da ins Ding rein. Okay. Und wie spät haben wir es? 12. Energie, Hygiene. Du könntest mal kurz die Hände waschen. Geht das? Okay. Und nachher vielleicht die Zähne nicht vergessen zu putzen. Wäre auch noch eine Aktion vorm Schlafen gehen. So, Hygiene ist wieder okay. Tatsächlich. Ja, so ziemlich. Dann gehen wir schlafen. Jetzt stellt er gleich den Müll wieder hin. Weil ich ihm... Ach komm. Weil ich ihm gesagt habe, er soll schlafen gehen. Der macht wohl alles lieber, als den Müll rauszubringen. Naja gut, das kann ich nachvollziehen. So, jetzt wird hier in Ruhe gemümmelt. Heute machen wir hier keinen Schabernack, sondern wir schlafen. Denn ich würde sagen, morgen gehen wir auf eine Reise. Wir gucken mal. Ich habe da noch einen Tipp bekommen, dass man über die Welt wechseln kann. Das muss ich mir mal noch ansehen. Genau. So, wie lange schlafen wir denn? Bis 8. Wie sieht es bei ihm aus? Hunger, die Energie ist auf Maximum, du kannst sitzen, oder wie geht das hier mit? Genau, so steht er auf. Und jetzt könnten sie eigentlich zufrieden, gemütlich zusammen frühstücken, zum Beispiel. Wenn man hier... Nee, so nimmt das ihr wieder weg. Okay, dann eben nicht gemeinsam. Wird eine Seniorin was? Oh Gott. Katrina ist älter geworden. Die Pein jeder Frau. Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. Okay, sie hat also Geburtstag. Na dann, oh Gott, nein, können wir uns scheiden lassen? Wo ist Rob? Nee, Rob hat ja schon die andere. Ach du Grüne, kann ich hier mein Entsetzen ausdrücken irgendwie? Nein, wir ignorieren das Alter. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dann müsste man dann vielleicht doch mal noch ein Baby machen, bevor die hier... Ach du, ja okay, sie ist tatsächlich älter geworden. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, wir brauchen ein Baby, sonst sterben uns hier dann irgendwann die Leute aus. Jetzt flackert es hier ein bisschen. So, jetzt geht's, glaube ich wieder. Was flackert denn da, mein liebes Spiel? Gottchen, was machen wir denn mit dir? Ja, wir gehen reisen, wir bilden mal eine Dingens. Moment. Da muss ich den duschenden Kerl haben. Der duscht. Jetzt kann ich ja nichts mehr anwählen. Hallo. Komm raus. Geht nicht. Okay, wie kriege ich hier den Mann dazu, jetzt eine Runde zu bilden? Das geht doch sonst auch immer. Geht nicht. Okay, dann wechseln wir mal zu der alten Frau. Aktion. Runde bilden. Hier mit Heisenberg. Okay. Und dann wollen wir reisen, sobald sie die Runde gebildet haben. Dann bild mal. Aha, erstmal Hände waschen, okay. Oh Gott, die ist ja wirklich... ich würde sagen, heute Abend, nach Spielzeit, da ist dann mal... Wo gehst du hin? Oh Gott, das Alter. Sie versteckt sich. Was macht sie denn? Kummer-Hotline, oh Gott. Ich dachte, sie hätte Geburtstag. Da haben wir noch nicht Kummer. Oh Gott, die weint. Hi, sie. Mach mal einen auf Trösten. Kann man hier trösten? Nein, nicht Nickerchen machen und auch nicht zusammen sitzen und auch nicht schlafen. Du sollst die Frau trösten. Da. Versuchen sie aufzumuntern. Das klingt gar nicht schlecht. Kannst du mal das Essen bleiben lassen? Leute, wenn wir hier die Frau die ganze Zeit trösten müssen, dann wird das schwierig mit der Reise. Also, dann mach doch hier. Jetzt wurde das wieder abgewählt. Warum denn?
Jetzt geht das nicht mehr. Wahrscheinlich hat sich ihr Zustand verbessert. Okay, wir schmeicheln ihr mal. Du hast wunderschöne Haare. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Dann wollen wir doch jetzt mal gucken, wo war das mit Reisen. Telefon, plaudern, SMS, bla bla bla. Hier unten, Reisen. Nicht umziehen lassen, nein, nicht den Haushalt, sondern Reisen. Und zwar mit Katrina und nur mit Katrina, der alten Dame. Der zeigen wir jetzt nochmal schnell die Welt, bevor sie... So, und jetzt muss ich auch gucken. Hier oben die Welt ändern. Aha, das wusste ich gar nicht. Danke für diesen Tipp. Hier sind wir. Aber wenn ich jetzt... Ist das wirklich Reisen? Ja, hier steht Reisen mit Zockt. Die Familie Zockt, die reist. In die Wüste oder irgendwie in die Stadt? Na, wir machen das mal. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Okay. Kann ich schon? Ach so, das sind... Was sind das? Die verschiedenen Viertel. Innenstadt? Wir machen mal Innenstadt. Bestätigen. Es wird geladen. Dein Haus besitzt ein Inventar im Baumodus, in dem Karrierebelohnungen aufbewahrt werden. Aha, okay, jetzt erstmal Innenstadt Aue begutachten. Ist er wieder alleine gereist, der Vogel? Um sich kümmern, was heißt denn das jetzt wieder? Ich glaube, jetzt ist er alleine gereist. Oh Gott, und das am Geburtstag der Frau. Ja, da würde ich auch pumpen, wenn ich dich wäre. Vor lauter schlechtem Gewissen. Was haben wir denn hier alles Schönes? Aha, hier kann man irgendwie gar nicht viel machen, okay. Oder sehe ich das falsch? Spazieren gehen könnte man. Wenn ich hier... Ja, da kann ich nichts machen. Oder hier hingehen. Der kann hier nicht viel machen. Jetzt ruft er seine Katrina an. Wir müssen nach Hause. Wo war das? Irgendwo. Hier unten. War es beim Telefon? Nein. Nein. Nein, was ist mit Unterhaltung? Im Internet spielen. Ach, das könnt ihr mit dem Telefon machen. Das ist uninteressant. Ich möchte zurück zu meiner Frau. Irgendwo war doch das Going Home Dingens. Warum vergesse ich das die ganze Zeit? Heisenberg zockt. Zurück nach Hause. Okay. Geh mal. Ist uninteressant hier. Ja, da kannst du joggen. Da kannst du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. So, dein Haus besitzt ein Inventar. Ja, das hatten wir doch gerade. Oh Gott, unsere Frau ist ein Greis. Ja, okay. Damit müssen wir jetzt umgehen. Aber sie hat eben eigentlich auch noch Geburtstag. Wenn ich sie anwähle, jetzt ist sie glücklich. Das ist doch schön. Kaum ist der Mann aus dem Haus, funktioniert das Ganze. Kann ich hier irgendwie Geburtstag feiern oder... Hier könnte man ein gesellschaftliches Ereignis planen. Ich klicke einfach mal. Da kommt Besuch. Aber eigentlich, ich wollte doch eigentlich mit ihr irgendwie reisen. Huch, was denn jetzt? Ach so. Gesellschaftliches Ereignis planen. Das kostet auch noch alles Geld. Wir haben doch kein Geld. 600 haben wir. Ne, die Hochzeit, nein. Die Geburtstagsparty, die müsste dann aber gleich sein. Wir machen das mal. Kein Wunder, war sie so unglücklich. Geburtstag feiert man nur einmal im Jahr. Das ist mir soweit klar. Sims einladen. Okay, wir machen das mal. Geburtstagssim. Was? Wie? Wo? Was ist denn ein Geburtstagssim? Ja, halt. Das wäre dann... Nein. Ach so, wir wollen... Ach so, ich bin wieder die Frau. Ja, Heisenberg einladen. Aber das Heisenberg geht's gut. Den müssen wir nicht einladen. Das müsste man anders machen. Indem man Heisenberg anklickt. Das Telefon, gesellschaftliches Ereignis planen, auf dem Klo am besten, ja, macht er auch. Ja, jetzt geht es wieder ein Momentchen, bis das greift offensichtlich. So, jetzt, Geburtstagsparty, nochmal gucken. Aha, wir können uns selber einladen, nein, das möchten wir nicht. Jetzt. Ja, jetzt können wir einfach zwei einladen. Wisst ihr was? Wir lassen das mal bleiben. Ich weiß nicht, wann er Geburtstag hat. Sie hat heute. Und sie muntern wir jetzt noch ein bisschen auf. So, Wange küssen. Was möchte er noch? Ein Kompliment machen. Das können wir natürlich auch gerne machen. Erstmal küssen. Erstmal dran vorbeilaufen. Nun küss schon durch die Wand durch. Das war dann wohl das Kompliment. Okay, jetzt auf die Wange küssen. Dann geht es ja auch wieder besser.
Okay. Wisst ihr was? Jetzt ist es soweit. Ich wollte eigentlich ein Baby machen. denn, ja, ist irgendwie der Zahn der Zeit. Ihr wisst schon, ich wollte eigentlich noch kein Baby. Wir haben kein Kinderzimmer, wir haben gar nichts für ein Baby und das gibt so viel Arbeit. Aber, ja, bevor sie uns hier auseinanderfällt. So, wir techteln-mächteln, vielleicht entsteht daraus dann die Begierde. Was ist das da oben? Ein Känguru, Moment. Oh, ich kann nicht dahin zoomen. Da, ein Känguru, ein freilaufendes. Die haben alle diesen komischen Gang. Gut, da hat er glatt das Pyjama angezogen für ein mittägliches Techtelmechtel. Oh, schön, die Liebe. Kann man jetzt Baby machen? Beanspruchen? Das habe ich mich schon mal gefragt. Was beanspruchen wir denn? Vielleicht, dass ich bei ihr klicken muss? Nö. Naja, dann techtelmechtelt mal. Bei ihr ist soweit alles okay, bei ihm eigentlich auch. Ich würde gerne nochmal mit ihr reisen. Vielleicht woanders hin. Wir versuchen das mal nochmal. Huch. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Reisen. Dann müsste kommen mit wem? Eben, habe ich die denn wieder abgewählt gehabt? Wo ist denn unsere Frau? Hier. Ich habe, glaube ich, gar nicht geklickt. Deswegen ist er alleine losgezogen. Aber jetzt, sie hat Geburtstag. Wir gucken mal, wo wollen wir da hin? Nochmal hier bei der Welt gucken. Wir gehen mal nach Oasis Springs. Ab in die Wüste mit der alten Frau. Oh, das sieht gar nicht uninteressant aus. Wüstenblütenpark. Das klingt eher nach männlicher Unterhaltung, aber okay. Ja, was machen wir denn da? Die Leute besuchen? Wir kennen die ja gar nicht. Verbrennen und pumpen. Das klingt auch gut. Ach, das ist das Fitnesscenter. Das ist eine Bar. Das ist ein Park. Wir gehen mal in diesen Park. Den sehen wir uns jetzt mal an. Es lädt. Jetzt mal gucken. Ich hoffe, er ist nicht wieder alleine unterwegs. Ich hoffe. Ich drücke die Daumen. Es lädt länger. Okay, jetzt geht's. Aha, das sieht doch schon mal relativ spannend aus. Okay, und sie sind tatsächlich beide da. Dann geht doch mal rein. Nee, Outfit enden. Nee, zurück nach Hause wollen wir nicht. Wir wollen hier mal... Das kannst du nur tun, wenn Kinder auf dem Spielturm spielen. Aha, als Weltraummonster spielen. Was haben wir hier denn noch Schönes? Die Klos. Und hier hinten so eine Lounge. Hier sitzen und plaudern. Mach mal. Nee, wir machen zusammensitzen. Wobei, eben, sitzen und plaudern müsste eigentlich eh zusammensitzen sein. Ja, guck mal, wie eilig sie es haben. Sehr gut. Was war das für eine Meldung? Hier. Jemanden kennenlernen. Du bist mit deiner Frau, die Geburtstag hat, in einem Park. Da möchtest du niemanden kennenlernen, sondern du möchtest hier genüsslich ein bisschen sitzen und mit ihr labern. Ja, und ihr Komplimente machen, wie gut sie doch aussieht. Denn wir wollen nachher noch ein Baby machen, bevor es zu spät ist. So, sie gehen wieder. Wo geht er hin? Den hätte man noch kennenlernen können. Ist das hier der Stadtgärtner oder? Ja, irgendwie sowas. Also nicht Stadt, sondern Park. Aha. Hände waschen. Wo ist sie? Wo ist denn jetzt die gute Frau hingegangen? Da ist... Ist sie das? Man erkennt sie so schlecht mit ihren grauen Haaren. Tatsächlich, sie grillt. Hat sie Hunger? Wir wechseln mal kurz. Die hat Hunger, okay. Möchte sich über Probleme beschweren? Das kann sie machen, dafür hat sie einen Mann. Wo ist der? Immer noch am Hände waschen. Ja, ist ja nicht zu fassen. Nein, er pumpt wieder blöd in der Gegend rum. Geh auch mal essen. Zu deiner Frau. Wir versuchen sie wieder aufzumuntern. Also irgendwie, ich glaube, die hat die Wechseljahre. So launisch wie die gerade ist. Mal ist sie glücklich. Dann grummelt's wieder. Jetzt ist sie wieder glücklich. Okay, dann müssten wir sie eigentlich auch nicht aufmuntern. Dann könnten wir zum Essen übergehen. Nahtlos. Okay, aber das kann auch nicht schaden. Zusammen ein Gericht nehmen, das machen wir jetzt mal. Denn zusammen essen, das verbindet. Das ist eine soziale Tätigkeit eigentlich. Irgendwas schimpft, es ja keine Lust, Staub zu saugen, die ganze Zeit für ihn den Dreck rumzuwischen. Ja, das, so ist das Leben, so ist das als Verheirateter. Oder als Verheiratete in diesem Fall. Das wirkt irgendwie doch leicht aggressiv hier, was die Frau... Wobei, er fand's lustig.
Auch nicht schlecht. Ja, jetzt ein Käffchen dazu, da habt ihr wohl recht. Das würde relativ gut passen. Was sind das denn? Tofu-Hotdog. Okay, dann passt eigentlich ein Käffchen nicht besonders, aber es ist ja auch egal. Was können wir noch machen? Küssen. Während dem Hotdog-Essen küssen. Er freut sich eh gerade drüber, ich glaube, dass er das isst. Mit Katrina plaudern. Ja, das ist jetzt... Okay, dann kommt das Küssen später, würde ich sagen. Er isst jetzt erstmal, er plaudert und vor allem er guckt relativ dumm. Und er denkt ein bisschen an sich, ja, das ist ja auch schön. Und sie möchte Krieg anfangen. Okay, das ist halt auch das Alter. Man wird aggressiv. Oh, und die sieht ja wirklich alt aus. Da wacht man eines Morgens auf und ist 30 Jahre älter. Zum Glück gibt es das nur im Spiel. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier mit dem jungen, knackigen Heisenberg und der alten Frau, die wir mal jung geheiratet haben. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.